Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die aktuelle Pinkbox in der März-Edition. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hier reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ab 13,45 Euro pro Box gibt es die Box. Sie erscheint monatlich in einem Abo und mittlerweile ist sie ein bisschen gewachsen. Ja, die Pinkbox wächst und gedeiht und das finde ich ganz cool. Und hier sind oft so Full-Size-Produkte aus dem Bereich Drogerie drin, also ein bisschen günstigere Marken, die man sich leichter nachkaufen kann, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber dafür halt in einer größeren Größe, ne? Also dass man länger was davon hat. Das finde ich persönlich, macht die Pinkbox doch ein Stück weit aus. Wir haben auch manchmal ein bisschen Lifestyle mit dabei, ein bisschen Food mit dabei. Und es sind mindestens 5 Produkte enthalten und ein Goodie quasi. Und ja, ich bekomme sie vom Pinkboxen-Team zugeschickt, um sie euch vorstellen zu können. Vielen, vielen Dank an das liebe Pinkboxen-Team. Und ich habe eben noch auf der Homepage geschaut. Ich weiß nicht, wann dieses Video online kommt. Ich hoffe, dass es recht bald online kommt. Ansonsten gebe ich euch die Info schon mal auf Instagram. Am 20.03. kommt eine Limited Edition der Pinkbox raus, die in irgendeiner Kooperation mit irgendeiner Influencerin entsteht. Und da ist irgendwas mit Hello Body drin. So, das mal so viel dazu. Ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Box und auch auf diese Box natürlich, ne? Aber wollte euch das noch mit auf den Weg geben, denn ich persönlich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass die Pinkbox halt auch so, Special Boxen rausbringt, ne? Gut, die haben ja mit X-Later, mit der lieben Julia zusammen, letztes Jahr den Adventskalender auch rausgebracht. Also das war dann ja auch quasi, ne? Über die Pinkbox, aber ja, finde ich sehr spannend und die werde ich mir auch auf jeden Fall sichern, wenn ich das hinkriege. Und ich habe jetzt hier einmal den Deckel entfernt. Der sieht so aus von innen. Wunderschön. Und ja, meine Box ist irgendwie gerade ein bisschen ausgerastet. Die ist eingerissen hier. Wake up Nature steht hier drauf. Da ist so ein kleiner Wecker abgebildet. Also, ne, wach auf, liebe Natur. Und ganz genauso sehe ich das auch. Ich war heute mit Sammy spazieren, mit meiner Mama auch. Also Mama und ich waren mit Sammy spazieren. Also nicht, ne, nichts Falsches denken hier. Und da haben wir auch richtig gesehen, wie die ganze Natur wieder so langsam Knospen bildet. Noch nicht wirklich erblüht, aber halt so, ne, sie ist in Kommlaune, sage ich mal. Wir haben keinen Duft. Wir haben schon länger keinen Duft mehr gehabt. Ich möchte wieder Duft haben, aber sie ist sehr schwer. So, oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier haben wir nämlich einmal das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Hier haben wir dann auch die Produkte der Box einmal zu sehen, ganz kurz. Gleich mache ich dann nochmal groß weiter. Hier haben wir auch so ein Gutscheinheftchen immer mit dabei. Das ist für die Abonnentin, dass man da auch so ein bisschen noch ein kleines Add-on bekommt. Ein paar Gutscheincodes dabei. Wake Up Nature. Und ich bin ja immer sehr interessiert daran. Oh Gott, wie schön ist das bitte. Pfingstrosen. Ich liebe Pfingstrosen. Finde ich schön. Ich bin immer sehr interessiert daran, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken denken, denn sie denken sich ja sicherlich irgendwas dabei. Ne? Es muss ja einen Grund geben, weswegen die Produkte jetzt auch wirklich genau so, wie sie da sind, in der Box drin sind und wie sie mit dem Motto zusammenpassen. Ne? Mal gucken. Liebe Pink Lady, mit der neuen Pinkbox wacht jetzt der Frühling auf. Schluss mit trister Winterstimmung, jetzt kommt wieder Farbe in den Alltag. Endlich ist die Zeit da, in der wir schon morgens Bäume ausreißen könnten, unsere Looks mit jedem Tag bunter werden. Noch bunter? Okay, Challenge accepted. Und die Sonne keine Seltenheit mehr ist. Jetzt heißt es Augen auf, die Natur erwacht. Narzissen, Hyazinthen und Tulpen hüllen die Wiesen in prächtige Farben. Die lang ersehnten Sonnenstrahlen dringen durch die Fensterscheiben und frische Düfte durchziehen die Luft. Genau diese Stimmung hat die neue Pinkbox Wake Up Nature eingefangen. Sie erinnert daran, uns an den prächtigsten Seiten der Natur, den blumigen, den fruchtigen und den sinnlichen wieder zu erfreuen. Wake up Beauty. Wir wünschen dir viel Spaß beim Entdecken und Testen der Produkte, deinem Pinkbox-Team. Als hätten die eine Box für mich gemacht, ne? Denn ich bin ja so ein Fan von so schönen, blumigen Düften. Voll mein Ding. Manchmal haben wir auch so Auswahlprodukte mit dabei. Da muss ich nachher dann mal gucken. Sehe ich nämlich jetzt hier schon beim Durchblättern. Bring den Frühling in die Wohnung und auf die Haut. Hier hast du so eine kleine To-Do-Liste, wie du den Frühling zu Hause integrieren kannst, was ich echt süß finde. Früchte treffen auf Haut. Durch die 2-Minuten-Massage kann die Wirkung der Wake-Up-Dusche noch gepusht werden. Sie verbessert nämlich zusätzlich die Hautfeuchtigkeit und regt den Energiefluss anregen. Was? Geiler Satz, mag ich. Und ja, alle Infos zur Box und den Link zu der Box und rampampam, den Link zu den Produkten und so setze ich euch auch in die Infobox. Und dann starten wir die Geschichte doch einfach mal mit einem Produkt. Und zwar Naturebox Color, festes Shampoo für strahlenden Farbglanz. 99% natürlicher Ursprung im Gesamtprodukt, ja, frei von Silikon.
Mit kaltgepresstem Granatapfelöl. Und hier ist halt ein Produkt drin, was quasi zwei normale Flaschen ersetzen würde. 85 Gramm. Ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass meine Haare es weder mögen, wenn kein Silikon drin ist. Also ich brauche Silikone für meine Haare. Noch mögen meine Haare feste Produkte. Die werden dadurch sehr, sehr, sehr stumpf. Und ja, gerade so ne, Shampoo und so, das funktioniert bei mir leider nicht. Das heißt, das ist ein Produkt, was weiter wandern wird. Ich finde es aber von der Idee her einfach gut, weil es gehen auch immer mehr Firmen dazu über und wir finden es auch Gott sei Dank immer mehr in den Boxen, diese festen Produkte. Weil es spart diesen ganzen Transport von überschüssigem Wasser und so. Ne? Das ist halt einfach, dann hast du es halt hier. Das ist eigentlich cool. Aber leider vertragen meine Haare das, wie gesagt, nicht. Und Granatapfel, das riecht schon sehr geil. Aber wie gesagt, leider kein Claudi-Produkt. Mal gucken, ob es weiter funktioniert. Wow. Ailur mit Olesia. Olesia ist eine wundervolle YouTuberin, die ich super gerne schaue. Und die hat mit Ailur kooperiert und Wimpern rausgebracht. Aber die sind so krass, Leute. Die Nummer 126, Full and Bold. Ich sage ja immer, ne, künstliche Wimpern, die sieht man ja fast nicht mehr auf meinen Wimpern. Deswegen verwende ich die so ungern. Die würde man sehen. Aber die beamen dich ja bis zum Mond und wieder zurück. Das ist ja der Wahnsinn. Nee, also das ist mir ja schon zu krass, wirklich. Und die kann ich mir vorstellen für halt einen schönen Karneval-Look, wenn man so als Zebraherde geht oder so. Aber kein Witz jetzt, das haben meine Freundin und ich vor ein paar Jahren gemacht. Also wenn Karneval wirklich stattfindet, dann eskalieren wir halt auch, ne? Hier ist auch ein Wimpernkleber mit dabei. Das finde ich alles wundervoll und ich würde auch super gerne Olesia unterstützen. Die sehen auch geil aus, weil die halt so 3D-mäßig sind, ne? Die stehen halt wirklich, nicht nur, dass du dann so die Wimpern hast, sondern hast du dann noch unterschiedlich lange, die dann auch woanders und so. Richtig cool. Aber wie gesagt, das ist mir leider eine Stufe zu hardcore. Ja, wir gucken mal weiter, was hier noch so in der Pinkbox drin ist. So, dekorative Kosmetik. Ein Lip Liner von Lavera in einer Farbe, das ist ja der Wahnsinn in Tüten. Plum 04 Soft Lip Liner haben wir hier. Das war ein Reim, läuft bei mir. Das war hinterhergereimt, das ist ja krass. Genau, ne, das ist halt die Farbe. Sieht schön aus, wird in meinem Fullface Beauty Boxen verwendet werden. Ich habe letztens noch super viele Lip Liner wieder aussortiert. Ich glaube, die von Lavera habe ich auch noch behalten. Und Plum ist natürlich auch so Pflaume, ne, ist eine schöne Farbe. Die mag ich gerne leiden. Das passt halt auch schön zu vielen roten Lippenstiften, also zu dunkelroten Lippenstiften. Und gerade wenn man halt so dunkle Lippenstifte verwendet, so dunkle Farben, bietet es sich an, Lip Liner zu verwenden. Deswegen macht das Sinn. Das finde ich cool. Das bleibt. Ein Shot habe ich hier drin, aber nicht zum Trinken, sondern für die Haare. Und zwar von Nature Box mit kaltgepresstem Olivenöl, Kräftigungskur Haarschott. Auch hier 99% natürlichen Ursprungs im Gesamtvieh. 60 Milliliter lässt du nur 30 Sekunden drin. Ich weiß nicht, sowas reicht vielleicht bei meinen Haaren für zwei Anwendungen, ne? Weil ich habe ja recht lange Haare. Ja, da muss ich mal gucken, ob meine Haare das mögen. Wird dann ja auch wahrscheinlich nährend sein, weil das halt so, sieht so nährend aus, weil es grün ist. Frag mich nicht warum, finde ich merkwürdig gerade von meiner Gedankengeschichte her. Ja, ne, kommt auf jeden Fall in meine Backup-Geschichte und dann kann ich das mal ausprobieren. Ich kann ja mal dran riechen. Ja, halt Olivenöl, ne, riecht ja nie so fantastisch, aber ja, ne, es ist jetzt hier so keine Blumenwiese, in die ich meine Haare tunken würde. Ein Oschi von Produkt habe ich hier drin. Fruity Cassis Kiss oder Cassis Kiss. Beerenrote Lippen, die Hände voll einer wildroten Früchten. Nein, nochmal von vorne. Ich wollte das total charmant vorlesen. Beerenrote Lippen, die Hände voll mit wildroten Früchten und ein zart gehauchter Kuss. Unser kleines, feines Sommerglück. Duschcreme mit Johannisbeerextrakt von Triacomoon. 375 Milliliter und das Ding sieht schimmernd aus. Das finde ich richtig geil. Das will ich in Anwendung nehmen. Ich finde es übrigens sehr positiv, auch wenn das natürlich geldtechnisch für Triacomoon besser ist, ne? Dass die kleinere Geschichten rausgebracht haben. Weil sonst werde ich das Duschgel halt irgendwann echt leid. Und das ist dann sehr schade. Ne? Und ich finde 375 Milliliter schon sehr viel. Boah, das riecht hammermäßig geil. Oh, nom. Also das würde ich am liebsten essen. Darf man nicht. Darf man nicht essen. Ich gucke mal eben, ob auch noch andere Sorten drin gewesen wären, weil das, ne, solltet ihr gegebenenfalls dann auch mit auf den Weg bekommen. Peach Party und Minty Summer Lime hätte hier drin sein können auch noch. Ich bin sehr froh, dass ich Fruity Kisses, Cassis Kiss hier drin habe, denn das ist der einzige von den drei Düften, der mir mega zusagt, ne? Cool. Freue ich mich.
Also wir haben jetzt theoretisch 1, 2, 3, 4, 5 Produkte schon hier, aber hier sind noch 2 weitere drin enthalten. Einmal so ein richtig sackenteures Vieh. Fix & Rouge Hydra Matte Pore Correct Velvet Cream ist ein Primer in der Farbe Blush Pink. Den habe ich auch schon da. Ich glaube, wenn man die Pink Box oder eine aus der Gruppe Pink Box mit Barbara Box und Brigitte Box und Insta Box und Luxury Box oder die Adventskalender schon mal gekauft, abonniert oder wie auch immer hatte, ist einem dieses Produkt schon mal vor die Füße geflogen, sage ich jetzt einfach mal so ganz komisch dazu. Habe ich auf jeden Fall da. Ne? Also das ist ein Produkt, was ich auch in meiner Sammlung habe. Das kommt dann auch ins Whole Face Beauty Boxen mit rein. Ich weiß gar nicht, wie viel Milliliter haben wir denn hier drin? 30 Milliliter, ja. Und eigentlich bin ich ja, ich mache ja nicht so Pore Correcting oder so, weil ich habe eine trockene Haut. Wenn ich Pore Correcting mache, fehlt mir halt die Feuchtigkeit, ne? Ja, da muss ich halt im Vorfeld meine Haut richtig intensiv gepflegt haben, damit ich Pore Correcting machen kann. Das mache ich dann hier so ungefähr, bisschen hier so zwischen den Augenbrauen, auf der Nase, aber nicht zu eskalativ, weil so krass vergrößerte Poren habe ich nicht. So schaut die Geschichte aus und das, ja, ist eine schöne Geschichte, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Wie gesagt, im Full Face Beauty Boxen seht ihr dann meine Tube davon in Anwendung, wie dazu funktioniert, ne? Und wenn ich sie doof finden würde, wäre sie nicht mehr in meiner Sammlung. Ich glaube, ich habe sie noch in meiner Sammlung, bin mir gerade aber nicht hundertprozentig sicher. So, und da ich jetzt schon eine ganze Weile gelabert habe wie ein Wasserfall, kommt es mir doch ganz gelegen, dass ich hier ein Getränk am Ende drin habe, ne? Und zwar ein Brattee in der Bali Edition, ein Eistee, 750 Milliliter. Ich war letztens mit meinem Freund auch bei uns im Supermarkt und da haben wir uns auch ein paar von diesen Brattees gekauft. Übertrieben krass. Schmeckt schön frisch, nicht zu süß, genau perfekt. Ja, von Capital Bra ist es ja das eigene Vieh. Und der macht das toll, ne? Meerfrucht mit Vanillegeschmack. Das finde ich jetzt mal interessant und möchte mal gucken, wie das so schmeckt. Ich möchte probieren, wie das schmeckt. Gucken, hilft mir da jetzt nicht viel. Ich sag mal Prost. Also ich habe hier gerade so ein kleines Ziehen gehabt im Mund. Weil mein Mund so ein bisschen, also meine Geschmacksnerven etwas überfordert waren, weil du hast so eine leichte Säure, eine leichte Fruchtigkeit und dann kommt die Süße. Crazy, aber ich mag's. Das ist echt witzig. Also wenn ich jetzt quasi, wenn ich das auf die Zunge gebe zum Trinken, und ne, dann ist es halt so ein bisschen fruchtiger. Und wenn ich es runterschlucke und dann so durch die Nase ausatme, dann kommt der Vanille-Geschmack quasi raus. Das ist verrückt, aber irgendwie geil. Mhm. Crazy. Echt crazy. Lass ich meinen Freund auch gleich mal probieren, ob ihm das auch genauso gut schmeckt wie mir. Ich feiere es auf jeden Fall. Ich feiere übrigens auch die Pinkbox jetzt gerade von ihrem Inhalt her, ne? Hat mir gut gefallen. Ihr seht das gar nicht, ne? Läuft. Schöne Produkte drin enthalten. Man darf bei solchen Boxen halt nicht vergessen, dass man 13,45 Euro bezahlt, also für die Box jetzt in dem Fall. Und so eine Produkte mit so einem Warenwert bekommen, diese, ne, von Kopf bis Fuß Geschichte im Prinzip und diese Auswahl, ja, gefällt mir tatsächlich. Ich meine, gut, die Wimpern sind ein bisschen special, ne, das wurde ein bisschen eskaliert, aber ansonsten haben wir hier Produkte, die durchaus brauchbar sind, finde ich, ne. Ja, Haarprodukte, Körperprodukte, Schminkprodukte, da freut sich mein Herz. Ein bisschen was zu trinken ist auch immer dabei, ne. Ihr Lieben, ich guck mal schnell, was habt ihr denn? Vom Brati hätte es, glaube ich, auch nur den gegeben. Oder hätte es noch eine Alternative gegeben. Oh, bei den Wimpern hätte man auch noch die 117 Light and Wispy haben können. Die wären mehr was wahrscheinlich für viele gewesen. Vom Brati hätte es auch nur den gegeben. Ne? So, das war es jetzt hier von mir und dem Unboxing der Pinkbox. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben eine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Boxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!